Familienausflug. Der Werner ist ja doppelt promovierter Chemiker, aber wenn die Chemie passt und wenn die Sensorik passt, dann kann man top Produkte herstellen. Er bekommt jetzt für die schwarze Rehwiesel die Goldmedaille und hat 3 Klassifizierungen. Jetzt wird es aber Tag mit den Tafeln. World Class OBB, 100% Destillate, World Class Gin Wodka und beim Billy muss noch ein bisschen üben, First Class. Ich nehme da 2 Tafeln ab, wir sind nicht alle hin. Du kriegst die First Class. So. Danke. Werner, ich hab's ja in der Garage angefangen. Das hat sich, glaube ich, 2000. Wann habe ich angefangen zu brennen? 2007 war das. 2007 und ich habe jetzt in die Grüne Wiesen ein fantastisches Designergebäude gebaut. Wann war das? Start war 2017 und 2018 sind wir einzogen. So, und was hat sich bei dir eigentlich jetzt getan, außer dass du mehr Platz hast, was die Produktrange angeht? Also Platz haben wir nicht mehr. Oh, yes. Es ist zwar größer, aber Platz haben wir trotzdem keinen. Nein, fokussiert sind wir jetzt auf internationale Spirituosen, also hauptsächlich Gin. Whisky, Rum, das sind jetzt eigentlich die Hauptsachen. Für mich ist immer ein Benchmark der Safran-Gin. Safran-Gin, für den, das nicht wissen sollte, ist ein aromatisierter Gin. Aber nur, was mich so fasziniert, wie kriegt man die Röstaromen von den Safran-Fäden in ein Produkt, ohne dass man da mithilft? Was ist das Geheimnis, was du uns da preisgeben kannst? Das ist eigentlich nicht mein Geheimnis im Endeffekt. Also das hängt wirklich vom Safran-Produzenten ab. Und offensichtlich muss das halt wirklich so gut löslich sein im Alkohol, dass das perfekt rübergeht. Also das stimmt halt immer wieder. Shit in, shit out. Das heißt, perfektes Grundmaterial. Ich sage immer, wenn mit einem perfekten Grundmaterial der Koch das Material leben lässt und sich nicht selber verwirklichen will, ist das Gericht in Ordnung. Koch so weiter. Gratuliere. Ja. Danke. Warte mal. Er hat Erfahrung, wie das mit den Sachen ist. Es ist ein Kraus mit dem Kraus. Was eine Hand, die ist ja gut. Aber ich möchte schon was dazu sagen. Er kriegt jetzt für einen Safran Gin und für die Zwetschge den Titel Spirit of the Year. Aber er ist ein gescheiter, innovativer und ein fauler Hund. Er macht nämlich auch Spirituosen. Das ist ja auch super. Wisst ihr, wie man die macht? Man nehme super Aromastoffe, man nehme ein bisschen Zucker, man nehme Alkohol und Wasser und macht auch super Produkte. Was tust du denn die Arbeit damit so leicht geht? Du von dem Moment wirklich früher. Ich sag nichts. Nein, ich sag nur, er macht die Sachen auch, weil die sind auch perfekt. Muss auch verkauft werden. Es muss jeder befriedigt werden. So, ja. Auf alle Fälle gratuliere ich natürlich der Carmen genauso, macht so weiter. Und ja, 3 Kinder stehen in den Startlöchern. Ich werde es noch lang geben. Alles Gute. So, sollt ihr einmal zu faul bin, ein Wort zu produzieren, dann gehe ich zur Familie Kraus, weil die haben schon 7 stehen, 8 habe ich schon noch. Alles Gute und gratuliere. Achtung, pass bitte auf, dass nicht wieder einer hin ist. Gehen wir mal zur Kategorie Gin und Wodka. Was glaubst du, was das wieder für Kraus ist? Der, was den gewonnen hat. Werner! Ja, wenn er was angeht, dann macht er es gescheit. Gratuliere, Werner. Carmen genauso, deiner ganzen Familie. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Werner Kraus. Christian, jetzt kriegst du baden. So, Werner, ist das jetzt eine Überraschung für dich? Schon ein bisschen, ja. Warum? Weil wir in letzter Zeit relativ wenig im Obstsektor machen. Aber ist für mich die wichtigste Austeilung. Ja, wir wissen alle, 100% Destillat ist einfach wirklich eine Kategorie für sich, die es aber nur bei uns gibt. 100% Destillate, das gibt es nirgends, das sind halt die hochwertigsten Produkte, unverfälscht, ohne Aromastoffe. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wertvoll.
Aber was, deswegen war es für mich so spannend. Ihr wisst ja, unser Bernstarker Steirer produziert genauso Strong Spirits, ewig, die super sind. Du hast ihn heuer auch mit Strong Spirits vom Windschatten außer überholt. Weil er erfolgreich war. Nicht Glück gehabt hat. Alles Gute. Christian. 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 Gratuliere und alles Gute. Danke. So, jetzt haben wir. Ja, darf ich gehen? Ja, darfst du gehen.